Okay, ein recht herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ich musste leider die Folge beim letzten Mal kurzfristig abbrechen, weil, beziehungsweise ich habe sie nicht abgebrochen, aber irgendwie hat mein Aufnahmeprogramm gerade so ein bisschen versagt und wir sind genau hier stehen geblieben. Genau hier machen wir jetzt auch wieder weiter. Und es geht darum, wir sollen jetzt hier dem grauen Wächter es so bequem wie möglich machen. Ja? Wer weiß, was er sich darunter vorstellt, unser Vater. Und deswegen fragen wir jetzt erstmal, wo ist überhaupt Fergus? Und Fergus ist übrigens auch unser Bruder. Oben in seinen Gemächern. Er verbringt gewiss noch einige Augenblicke mit seiner Frau und meinem Enkel. Sei ein braves Mädchen und tu, was ich dir sage. Wir reden später. Okay, wir haben eine neue Quest erhalten und einen neuen Codex-Eintrag erhalten und noch einen Codex-Eintrag und so weiter und noch einen Codex-Eintrag. Oh, ganz viele Codex-Einträge. Und noch eine Quest. Wahnsinn, kann man das jetzt irgendwie hier aufrufen? Ja, kann man aufrufen hier. Also diese ganzen Codex-Einträge werde ich mir jetzt nicht zu Gemüte führen, das ist glaube ich ein bisschen viel der ganzen Geschichte. Deswegen schließen wir das jetzt einfach mal und wir haben hier unser Tagebuch. Dein Tagebuch enthält Aktualisierung deiner aktuellen Ziele und die eigene Ergebnisse, ne, vergangener Abenteuer. Es umfasst sowohl abgeschlossene Quests als auch Codex-Einträge, die Informationen über die Welt enthalten. Am unteren Ende des Tagebuchfensters kannst du mit der Aktivieren-Taste die Quest bestimmen, an der du aktuell arbeiten möchtest. Und dadurch werden die Hinweispfeile auf der Karte und in der Spielwelt aktiviert, die dich zum nächsten Punkt der Handlung führen. Okay, wollen wir das Ganze nochmal direkt testen. Gehen da direkt mal rein. Gucken uns unser Tagebuch mal ein wenig an. Wir haben hier unseren Premium-Pass. Reise zum Sulcher-Pass. Begib dich zum Sulcher-Pass, wo ein Händler in Schwierigkeiten mit einem Angebot auf dich wartet, das möglicherweise zu gut ist, um wahr zu sein. Und dann haben wir noch väterliche Aufträge. Finde Fergus. Dein Vater, Terran Bruce Cousland et Al Ho wurden vom König Kylan für die kommende Schlacht nach Ostagar beordert. Da sich Al Ho's Truppen allerdings verspäten, sollst du deinem Bruder Fergus ausrichten, dass er schon vor deinem Vater nach Ostagar aufbrechen soll. Du findest Fergus vermutlich in seinen Gemächern, wo er sich von seiner Frau und seinem Kind verabschiedet. Ich denke mal, das wird dann wohl die Quest werden, die wir als erstes machen werden. Die aktiviere ich jetzt einfach mal. Und dann schauen wir uns jetzt einfach mal ein wenig hier um. Was haben wir denn jetzt hier? Da ist unser festhaltender Schuss, keine Fernwaffe ausgewählt, okay. Unfairer Kampf. Der Schurke setzt seinen Gegner außer Gefecht. Dieser erleidet durch den Angriff keinen Schaden, wird aber kurzfristig betäubt. Okay, kann ich das irgendwie auch tauschen? Kann ich tauschen, okay. Was haben wir hier? Giftherstellung. Dein Charakter hat den schwierigen Lernprozess der Herstellung einfacher Gifte und Sprengfeuer überlebt. Achso, das ist so das Crafting-Menü hier. Dass ich wohl Gifte herstellen kann. Naja. Gucken wir uns mal ein wenig hier um. Ich muss nur sagen, also es ist grafisch zwar schon ein bisschen angestaubt, das sieht man, das ist ganz klar, aber ich finde, es sieht immer noch alles sehr hübsch aus. Plothelfer, okay, können wir mal rausnehmen, weiter, 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 schließen. Und ich würde sagen, wir schauen mal auf die Karte und müssen einmal da unten hin. Kann man irgendwie eine Schnellreise hinmachen? Nein, also erstmal geradeaus aus der Tür raus. Betrachtet es als erledigt. Die Umgebungskarte zeigt das aktuelle Gebiet aus der Vogelperspektive. Einige Bereiche werden erst offenbart, wenn du sie erkundest. In unerforschten Gebieten sind Plothelfer standardmäßig deaktiviert. Aber das kannst du im Missionsmenü ändern. Okay. Gucken wir einfach mal, dass wir den Weg finden. Wo müssen wir überhaupt hin? Okay, da hinten und dann rechts. Da seid ihr. Eure Mutter meinte, der Terran hätte euch zu sich gerufen. Da wollte ich nicht stören. Seid gegrüßt, Sir Gilmore.
verzeiht meine Manieren, Herrin, aber ich habe euch überall gesucht. Ich fürchte, euer Hund hat wieder einmal die Küche in Aufruhr gebracht. Nan droht damit, ihre Koffer zu packen. Ach, war der Hund schon wieder in der Speisekammer? Egal, was die Dienstmädchen machen, er findet immer ein Schlupfloch. Ihr kennt diese Mabari-Hunde. Sie gehorchen nur ihrer Herrin. Jedem anderen beißen sie den Arm ab. Er würde nie jemanden verletzen. Das will ich nicht ausprobieren. Ihr könnt euch glücklich schätzen, einen eigenen Mabari zu haben. Klug genug, um nicht zu sprechen, wie mein Vater immer sagte. Das heißt natürlich, dass er sich schnell langweilt. Nan schwört, dass er sich einen Spaß mit ihr macht. Na, jedenfalls soll ich bei euch bleiben, bis die Angelegenheit geregelt ist. Wollen wir? Ja, also gut, dann lass uns eben zur Küche Folgt gehen. Folgt einfach den Schreien. Wenn Nan wütend ist, sorgt sie dafür, dass es jeder erfährt. Unruhe in der Speisekammer. Gruppenmitglieder kontrollieren. Ein neues Gruppenmitglied hat sich dir angeschlossen. Du kannst diesen Charakter direkt kontrollieren, indem du mit der linken Maustaste auf sein Porträt oder auf die Figur selbst klickst. Alternativ kannst du im Taktikmenü das komische Rautensymbol einstellen, wie die KI ihn oder sie steuern soll. Okay, da können wir nochmal reingucken. Das ist unsere Sophie. Und das ist Sir Gilmore. Aha. Also ich würde sagen, wir setzen einfach mal auf Schläger. Ziel 1. Ach du heilige Güte. Oh, das ist aber, da muss ich mich mal mit auseinander befassen hier. Das ist ja mal hardcore. Wir machen einfach mal aggressiv. Und speichern das Ganze einfach mal. Ich nenne das einfach mal Eigen 1. Speichern. Taktik deaktivieren. Da muss ich mir mal so ein bisschen durchwursteln. KI, allgemeines Verhalten. Achso, das machen wir erstmal alles raus. Das versuchen wir erstmal selber rauszufinden hier. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo ist denn überhaupt die Küche? Da oben ist die Küche. Dann wollen wir doch mal. Auf geht's in die Küche. Ist doch hier, oder? Oh, da, man hört die Schreie. Dann gehen wir noch mal rein. Schaff den verdammten Köter aus der Speisekammer! Aber Herrin, er lässt uns nicht in seine Nähe. Wenn ich nicht in die Speisekammer komme, ziehe ich euch die Haut ab. Nutzloses Elfenpack. Beruhigt euch, gute Frau. Wir sind hier, um zu helfen. Ihr und ihr, euer verdammter Köter ist ständig in meiner Speisekammer. Schlachten sollte ich das Biest. Hör mal, ich bin die Tochter hier von dem komischen Typen, ja? Er ist kein Köter, sondern ein reinrassiger Mabari. Ein verdammter Wolf ist er. Wie soll ich so arbeiten? Oh, bitte. Liebe Frau, beruhigt euch. Jetzt reicht's. Ich kündige. Informiert die Turner. Ab sofort koche ich in einem netten kleinen Anwesen in Benorn. Nan, bitte. Wir fangen den Hund. Beruhigt euch. Schafft ihn einfach raus. Als hätte ich mit einem Schloss voller hungriger Soldaten nicht schon genug Sorgen. Und ihr beiden, steht nicht rum wie zwei Armleuchter. Verschwindet. Mein Gott, hat die eine schlechte Laune. Gucken wir uns hier mal um, vielleicht finden wir hier was. Oh, lecker Fisch. Obwohl, ehrlich gesagt, ich mag eigentlich gar keinen Fisch. Aber naja, gut, dann lass uns mal in die Speisekammer gehen. Wo ist denn mein Baby? Da ist es. Seht euch das an. Wie ist der Neue reingekommen? Ja, was nehmen wir denn? Ja, du bist ein feiner, oh ja, braver Hund. Oh, er muntert ihn nur, warum auch nicht? Kein Wunder, dass er Nan auf Trab hält. Wie es aussieht, will er euch etwas sagen. Wartet, hört ihr das? Gib deinem Hund einen Namen. Wir nennen ihn einfach mal Bello.
Die Kultur von Ferelden und bla 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 bla. Kampftiffs, du befindest dich in einer Kampfsituation. Es ist überaus wichtig, den Überblick über das Schlachtfeld zu behalten. Zoom im Kampf heraus, runterscrollen, um deine Lage besser einschätzen zu können. Mit Leertaste kannst du das Spiel pausieren, um deine Taktik festzulegen. Okay. Um einen Feind anzugreifen, mache einfach einen Rechtsklick auf ihn. Um ein Talent einzusetzen, mache in deiner Schnellleiste einen Linksklick darauf. Es richtet sich dann gegen dein aktuelles Ziel. Okay, ich gucke mal eben kurz, ob wir denn überhaupt einen Bogen haben. Wahrscheinlich eher weniger. Oder? Kann man das hier in den Waffensets wechseln? Also wir brauchen irgendwo zwangsläufig gesehen gleich mal einen Bogen her. So, jetzt können wir nämlich auch Bello auswählen. Bello macht mal... Das lege ich erstmal um. Knurren. Und du, netter Herr, haust da direkt mal drauf. Was ist das? Muss man durchchecken. Ein präziser Schlag. So, jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen Überblick zu verschaffen hier. Lassen das mal kurz laufen. Okay. Er kann direkt zum nächsten Ratte übergehen. Was haben wir jetzt hier? Verhöhnen. Sein verspottetes Grölen erregt die Aufmerksamkeit nahe Feinde und erhöht ihre Feindseligkeit gegenüber dem Krieger. Ja, muss man erstmal so ein bisschen durchsteigen hier mit der Taktik und so. Riesenratten? Das erinnert mich an die schlechten Abenteuergeschichten meines Großvaters. Euer Hund muss sie durch ihre Löcher gejagt haben. Er wollte gar nicht die Speisekammer plündern. Das würde ich sagen. Mein Hund hat mich also in Gefahr gebracht. Großartig. Nein, Spaß. Es sieht wohl ganz danach aus. Das waren Ratten aus der Korkari-Wildnis. Das sagen wir Nan lieber nicht. Sie ist schon aufgebracht genug. Aber nachdem ihr jetzt bei eurem Abari seid, kann ich ja gehen. Ich muss mich auf die Ankunft der Soldaten des Aals heute Nacht vorbereiten. Tschüss. Okay. Aber ganz schön viele Ratten hier. Jetzt haben wir noch ein bisschen was hier so ein bisschen rumglitzert und glänzt. Ich sage, können wir das Ganze mal plündern? Haben wir eine Jade. Ein blaugrüner Stein mit einer Oberflächenstruktur wie eine Schildkrötenpanzer. Nehmen wir das doch einfach mal mit. Dann plündern wir nämlich jetzt mal die Vorratskammer hier. Kleine Abgleichspital Geist. Kristall. Benötigt Stärke 20, Charakter kann Gegenstand nicht ausrüsten. Schaden 5,5, kritischer Trefferchance, blub. Plus 5 Geistschaden. Verwandelt sämtlichen Schaden in Geistschaden. Okay. Mal gucken, bevor wir das später mal brauchen werden. Da ist er, dieser freche Köter. Putzt sich auch noch, nachdem er meinen Braten gefressen hat. Eigentlich hat er eure Speisekammer gegen Ratten verteidigt. Was? Ratten? Etwa die großen Grauen? Die werden euch in Stücke reißen! Seht ihr? Jetzt habt ihr die Dienerschaft erschreckt. Ich hoffe, diese Biester sind tot. Ja, die Ratten sind tot. Kein schöner Anblick. Ich sag einfach mal, mein treuer Jagdhund hat alles erledigt. Bestimmt hat der Hund die Ratten erst angelockt. Schau mich nicht so an. Ich bin immun gegen deinen Hundeblick. Also gut, hier, das ist für dich. Und sag nicht, dass Nan dir nie etwas gibt, Mistköter. Danke, Herren. Jetzt können wir weiterarbeiten. Ja, genau, ihr beiden. Was steht hier noch rum? Okay. Ja, dann auf geht's mal raus hier. Anhaltende Fähigkeiten. Was haben wir denn dazu noch? Anhaltende Fähigkeiten reservieren bei ihrer Aktivierung Mana oder Ausdauer und bleiben so lange wirksam, bis sie deaktiviert werden oder das Mana und die Ausdauer des Charakters erschöpft ist. Du kannst eine anhaltende Fähigkeit manuell deaktivieren, indem du sie in der Schnellleiste einfach erneut mit der linken Maustaste anklickst.
Bitte beachte, dass einige dieser Fähigkeiten wie defensiver Schuss und schneller Schuss nicht gleichzeitig aktiviert sein können. Klingt ganz gut. Inventar, das kennen wir schon. Okay, jetzt müssen wir zu unserem Bruder. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier rum zurück. Und dann war das, glaube ich, jetzt hier hoch, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Yep. Und das hier brachte Bryce im letzten Jahr aus Orlais mit. Der Marquis, der es ihm gab, war betrunken, soweit ich weiß, und hielt Bryce für den König. Ah, da ist meine jüngere Tochter. Kann ich davon ausgehen, dass du den Aufruhr in der Küche beendet hast, nachdem dieser schreckliche Hund bei dir ist? Ja, in der Speisekammer waren riesige Ratten. Ah, wunderbar. Das hören unsere Gäste so kurz vor dem Abendessen sicher gerne. Schatz, du erinnerst dich an Lady Landra, die Frau von Ben Lauren? Ich glaube, wir haben uns zuletzt auf dem Frühlingsempfang eurer Mutter gesehen. Ihr wart betrunken. Na, das war relativ gemein. Wenn ihr das sagt. Der Stolz meiner Lenden. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich für meine zarte Blume immer noch keinen Mann gefunden habe? Ein Glück, dass ich meinen Sohn mitgebracht habe. Mutter, ich stehe neben dir. Ihr erinnert euch an meinen Sohn Dairon. Er ist auch noch nicht verheiratet. Hört nicht auf sie. Es ist schön, euch wiederzusehen, my lady. Ihr seid bezaubernd wie eh und je. Schmeichler. Nein, wir sind mal nett und sagen, ihr seht aber auch gut aus. Und dies ist meine Kammerfrau Ayana. Sag etwas, Liebes. Es ist mir eine Freude, Herrin. Ihr seid genauso schön, wie euch eure Mutter beschrieben hat. Man möchte meinen, das würde es erleichtern, sie zu verheiraten. Aber weit gefehlt. Vielleicht hat eure Tochter einfach ihren eigenen Kopf, my lady. Ihr solltet stolz sein. Stolz verschafft mir keine weiteren Enkel. Ist dir klar, dass wir im Krieg sind? Ob mir klar ist, dass mein Mann und mein Sohn in die Schlacht reiten und vielleicht nicht zurückkehren? Ziemlich. Ich denke, ich ziehe mich jetzt zurück, Liebes. Dairon, Ayana, wir sehen uns dann beim Abendbrot. Tschüss. Wir sollten uns ins Studierzimmer zurückziehen. Guten Abend, my lady. So, dann jetzt auf zu unserem Bruderherz. Wer weiß, was der gerade macht mit seiner Frau. Ja, da sind wir auf jeden Fall richtig. Immer noch weiter geradeaus? Jupp. Und hier rechts rein. Gibt es wirklich einen Krieg, Papa? Bringst du mir ein Schwert mit? Es heißt Schwert, Oren. Ja, ich bring dir das mächtigste Schwert, das ich finde, versprochen. Und ich bin im Nu wieder da. Ich wünschte, der Sieg wäre wirklich so sicher. Mein Herz ist in Aufruhr. Mach dem Jungen keine Angst, Liebling. Vertrau mir. Und da ist meine kleine Schwester, um mich zu verabschieden. Trockne deine Tränen, Schatz, und wünsch mir alles Gute. Soll ich draußen warten? Bleib hier. Ich will dir Lebwohl sagen. Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Ich wünschte, du könntest mitkommen. Die dunkle Brut alleine zu besiegen, könnte anstrengend werden. In Calabria wäre es undenkbar, dass eine Frau in die Schlacht zieht. Wirklich? Ich dachte immer, die kalabrianischen Frauen wären ziemlich gefährlich. Nur mit Güte und Gift, mein Gutester. Und das von der Frau, die mir den Tee serviert. Wusstest du, dass ein grauer Wächter im Schloss ist? Wirklich? Ist er auf einem Griffon geritten? Psst, Oren. Griffons gibt es nur in Märchen. Ich habe davon gehört. Hat er gesagt, warum er hier ist? Er sucht wohl Rekruten. Oh. Wenn ich ein grauer Wächter wäre, Schwesterherz, würde ich dich auswählen. Was Vater natürlich niemals zulassen würde. Ja. Und ich soll dir sagen, Vater möchte, dass du ohne ihn aufbrichst. Dann sind die Männer des Arls noch nicht hier? Gehen diese Dummköpfe denn alle rückwärts? Ach, ich breche dann mal lieber auf. Ich muss schließlich die dunkle Brut ausrotten. Nun denn, bis bald, meine Liebe.
Ich möchte hoffen, mein lieber Junge, dass du auf uns wartest, bevor du dich verabschiedest. Leb wohl, mein Sohn. Ich werde jeden Tag für dich beten. Du hättest deine Nachricht natürlich auch selbst überbringen können, Vater. Und mir die Chance entgehen lassen, vor meiner Abreise meine beiden Kinder zu sehen? Niemals. Der Erbauer wache über uns. Möge er unsere Söhne, Männer und Väter beschützen und sie wohlbehalten zu uns zurückführen. Und wenn er schon dabei ist, soll er gleich Bier und ein paar Dirnen schicken. Für die Männer natürlich. Fergus, nicht vor deiner Mutter! Wieso soll er denn vor seiner Mutter nicht von Birnen sprechen? Eine Dirne ist eine Frau, die in einer Taverne das Bier ausschenkt, Orin. Oder eine Frau, die selbst viel Bier trinkt. Bryce, beim Erbauer. Schlimmer als eine Horde Halbwüchsiger, sage ich dir. Zum Glück habe ich eine Tochter. Ich werde dich vermissen, Mutter. Pass auf sie auf, Schwester, hörst du? Ja, du kannst auf mich zählen. Oh, gut. Wie erfreulich, dass ich so umsorgt werde. Genug, genug. Geh heute früh zu Bett. Du hast morgen viel zu erledigen. Alles klar. So, dann komm, mein kleiner Wuffi. Dann gehen wir jetzt mal Heier machen. Oh, was passiert jetzt? Oh, schicke Klamotten am Mann. Sexy, oder? Braver Hund. Junge, was ist los? Ist da draußen jemand? Ah, Herr Jemini, was ist da los? Meine Güte, haben wir ein Degotee und fesche Unterwäsche, muss ich ja sagen, ne? Schade, ich komme leider nicht näher ran. Aber ich kann ja jetzt so schlecht kämpfen hier. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wo denn meine Klamotten sind. Da. So, ein schwacher Wundumschlag und eine kleine Schmierfalle. Wundumschlag benutzen. Wundumschläge stellen umgehend einen Teil der Gesundheit des Anwenders wieder her. Benutzen. Wird sie ausgelöst, setzt diese Falle eine kleine Schmierschicht frei, die die Bewegungsgeschwindigkeit aller Wesen im Wirkungsbereich senkt. Scheitert sie bei einer Prüfung der körperlichen Widerstandskraft, stürzen sie außerdem zu Boden. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Okay, das klingt ja schon mal übel. Haben wir das vielleicht in unserem Inventar? Gucke mal da. Was haben wir denn hier? Untersuchen, ausrüsten. Ausrüsten. Handschuhe an. Stiefel an. Und die Hose an. So. Dann würde ich sagen, geht's jetzt mal richtig los hier. Wir sagen unserem Bello hier erstmal. Zack, da drauf. Und sagen uns natürlich auch erstmal, zack, da drauf. Komm, mach kaputt da. Okay. Jetzt nehmen wir Bello-Line. Und gehen schon mal drauf. Wir kommen ja jetzt auch hinterher. Achtung! Hey, wir müssen kämpfen! Wenn wir wirklich kämpfen müssen, sollten wir... Ne, okay, kann ich noch nicht. Alles gut. Wow, 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 wow. Okay, wir leben auf jeden Fall noch. Das ist schon mal eine ganz feine Sache. 6 Kupfer erhalten. Ja, und da ist natürlich der Diener jetzt tot. Obwohl Rüstung enormen Schutz bieten,
hat die Sicherheit ihren Preis. Alles, was schwerer als normale Kleidung ist, erhöht deine Erschöpfung, wodurch die Mana- oder Ausdauerkosten, Zauber und Talente um einen gewissen Prozentsatz steigen. Schwere Rüstungen wie Plattenrüstung haben größeren Einfluss auf die Erschöpfung als leichte Lederrüstung. Allerdings können einige Talente wie das Kriegertalent mächtig die Auswirkungen der Erschöpfung reduzieren. Okay, gucken wir, ob er draußen auch noch was zum Plündern hat. Hat er. Und zwar einen Kurzbogen. Jetzt haben wir einen Bogen. Das ist schon mal eine feine Sache. Dann können wir den nämlich jetzt mal ausrüsten. Auf Nummer 2. Zack. Und jetzt können wir das Ganze auch wieder durchtauschen hier. Jetzt macht das Ganze nämlich auch ein bisschen Sinn. Okay. Gut, hier werde ich jetzt erstmal wieder einen kleinen Break machen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und in der nächsten Folge versuchen wir der Sache mal auf den Grund zu gehen, warum unser Schloss angegriffen wird. Ja. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, Leute, macht's gut. Tschüss.